alle zusammen mit dem Frühjahr geht die Saison vom Elsa. Das Theater so langsam zu Ende. Man wird nächste Woche heute von dem letzten Stück reden. Ein Stück vom Elsa Theater von Straßburg. Das Stück heißt Im Kines. Es ist ein originales Singspiel. Wir sind bei der Probe dabei gewesen. Da wird also gesungen, getanzt und Musik gemacht. Sind alle da? Gut, Degele. Für einen Mut sind alle da. Für das letzte Stück von seiner Saison hatte Elsasser Theater von Straßburg alles groß gesehen. Über 30 Schauspieler auf der Bühne und sogar ein kleines Orchester für ein ganz originales Stück. Ein lustiges Singspiel in der Elsasser Tradition. Das Stück Im Kines spielt sich 1910 ab. Jan, eine berühmte Kindesschauspielerin, kommt in ihrem Heimatsdorf zurück, für einen Film zu drehen. So, Madame. Nix, Madame. Ich bin Chanelle und du bekommst einen Schmutz. Oh, verdeckel! Mit dem Gesang angefangen von jungen Mann, bin ich ganz klein gesehen. Ich bin mit aufgewachsen, die Eltern haben immer gesungen, Großeltern haben gesungen. Ich bin in einer Familie, die immer viel gesungen hat. Und jetzt noch Theater dazu, das macht eine ganze Aufmachung. Nicht? Voilà. Geh mit mir nach Amerika, ich mach aus dir ein Bild. Der Regisseur vom Film, der im Dorf gedreht wird, ist ein anderer berühmter Elsasser, der William Wyler, der in Hollywood mit seinen Filmen wie Ben-Hur weltberühmt worden ist. Ich spiele den William Wyler, der kommt von Amerika, von Hollywood, Los Angeles, oder? Ja. Und ich bin hierher gekommen, um einen Film zu drehen mit der Grand Jeanne. Die Musik ist original von diesen zwei jungen Musikanten geschrieben worden. La pièce elle regorge de petits secrets émotionnels. Du coup, c'était pas. Une fois qu'on avait vraiment le sens, qu'on avait cerné le sens général de la pièce et de tous les petits instants, on a pu laisser filer la musique. On s'est bien amusé. La volonté, c'était de garder un aspect quand même traditionnel, parce qu'on est en Alsace, début du 20e, et les Américains, c'était pour créer le contraste, un peu de jazz, pour essayer de mettre en scène, tout en restant intime, ce que pouvait être l'Amérique. Das Stück mit seinen Liedern und Kindesauszug ist eine romantische Erinnerung an eine Schauspielerin, die es wirklich gegeben hat, Jan Elbling, 1903 in Thun geboren und wo eine riesige Karriere in Europa und Hollywood gemacht hat. Sie war eine richtig große Mutter. Sie hat immer im Tonfilm auch noch gelebt. Denn das Problem ist, sie hat es gesehen. Komödianten sind schön gesehen für eine Filmmühe. Aber wie sie geredet haben, hat man die Stimme nicht verstanden. Für die Leute vom Dorf ist Jan schon ein Star. Die ist schon Ames. Die sieht man im Cinema. Genau wie heute, wenn heute Ames eine Karriere macht im Cinema, hat er auch seine Kindheit verbracht. Und die Idee ist, dass voilà, wir haben die Leute die Star aufgenommen. Natürlich kann sich so ein Stück nicht ohne eine schöne Liebesgeschichte abspielen. In seinem Heimatsdorf kommt Jan wieder in Marcellengesche, ihre erste Liebe. Er ist ganz froh, sie wieder zu sehen nach diesen langen Jahren. Und er ist immer noch ein bisschen Hoffnung, dass. Aber den Rest kann ich nicht sagen. Das sind Gegner, wenn er es kommen lösen. Yeah!
Zeit jetzt für unsere Frage der Frechheit. Da würde ich den Maurice betreuen. Er kommt von Tidene und ist ein ehemaliger Bergsteiger. Ich bin dabei, Maurice. Ich habe gehört, du hast ihn übernommen. Ja, übernommen ist der Momo. Schon immer? Oh, seit er sie Bergsteiger firmiert und Skifahrer in, kann ich sagen, 50 Jahren. Bist du frech oder frech? Frech, wenn ein Eberlander ist frech. Bin kein Besen, gar nicht, aber ich habe gerne, wenn man die Mohren sagt und nicht dumm geizt, wenn man sagt. Hast du eine Leidenschaft? Ja, Bergsteiger und Skifahrer und Musik kann ich gar nicht. Wo bist du dann überall rumgelaufen? Ich bin rumgekommen in Afrika 1975. Ich habe den Gipfel gemacht von Mount Kenya, alle vier Gipfel, und unter Kilimanjaro Salamols. An Achtersee habe ich eine Expedition in Südamerika. Dann habe ich in Himalaya gemacht, Tour de Annapurna gemacht. Das habe ich für meine Prä-Retraite mit 54 Jahren alt. Fehlt das nicht? Es fehlt mir alles, aber durch das, dass ich Probleme hatte in den letzten Jahren, habe ich halt aufgegeben, aber nicht im Herz, aber in Physik, nicht, wenn man sagt. Ja. Hast du ein Lieblingssprichwort? Ja, ich sage, ich habe gemacht, was ich gerne habe, und auch gerne, was ich gemacht habe.